Der Buddha sagt, die guten Eigenschaften, die schlechten Eigenschaften, die könnten angeboren sein. Gibt es dafür Beweis? Pass auf, Achi. Jeder Mensch wird so erschaffen. Er hat gut und er hat schlecht. Er hat gut und schlecht. Es gibt keinen absolut guten Menschen und es gibt keinen absolut schlechten Menschen von Ursprung her. Du hast sozusagen diese zwei Komponenten. Ein Komponente, dass du schlecht bist und ein Komponente, dass du gut bist. Wenn das Gute das Schlechte besiegt, dann bist du ein guter Mensch. Wenn das Schlechte den Guten besiegt, dann bist du ein schlechter Mensch. Und Gute, Schlechte besiegt, guter Mensch. Schlechte, Gute besiegt, schlechter Mensch. Und dafür brauchen wir die Religion. Die Religion kontrolliert das, indem du das Schlechte meidest und das Gute tust. Und deshalb gibt es bei manchen Leuten, der ist von Kind her, subhanallah, der hat solche Züge, der hat schlechte Sachen. Aber man kann natürlich dann später das ändern. Und alles kann man ändern, charaktermäßig. Und das beste Beispiel dafür ist, die Sahaba, die vor ihrem Islam gegen den Propheten Sassam gekämpft haben, und die haben die Sahaba getötet. Und dann haben sie den Islam angenommen und die sind total andere Menschen geworden. Deshalb, es gibt bei uns nicht Muslime, dass man sagt, ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich will nicht ist anders als ich kann nicht. Ja? Aufpassen. Du kannst, wenn du willst und wenn du versuchst. Wallahu ta'ala ala ala. Ya dhakira al-ashab, kum mutaddiban.